Zum Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Mr. Kern. Wo ist das? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren im Saal und an den Fernsehgeräten. Wir erleben heute eine Plenarsitzung, wo die neue Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ konstituiert, die ersten Gesetzesanträge mit ihren Fraktionen im Parlament an das Hohe Haus herangetragen hat. Ich denke, es lohnt sich, wenn man sich diese Gesetze etwas näher ansieht, und es sind zwei Punkte, die dabei besonders bemerkenswert sind. Wir werden heute noch eine Abstimmung über das Rauchverbot, über die Aufhebung des Rauchverbots erleben. Eine Abstimmung, die jetzt plötzlich gar nicht mehr schnell genug gehen kann, wo man entgegen den Rat von allen Experten, entgegen den Rat von Ärzten und entgegen der Bevölkerung hier versucht, die Abschaffung des Rauchverbots durchzuziehen an diesem Tag. Die zweite bemerkenswerte Materie, mit der wir heute konfrontiert sind, ist das Hochschulwesen. Bei diesem Hochschulwesen sind wir uns einig, dass es eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Fragestellungen unserer Zeit ist. Wissen ist der Rohstoff der Zukunft, und ich denke, wir teilen alle miteinander die Einschätzung, dass wir wollen, dass unsere Kinder an den besten Universitäten studieren können, und das in Österreich. Wir sind der Auffassung, dass diese Universitäten auch ordentlich und anständig finanziert werden müssen. Das war der Grund, warum wir gegen den Willen der ÖVP in der vorigen Legislaturperiode eine entsprechende Dotierung hier im Hohen Haus durchgesetzt haben. Aber wir wissen auch, dass wir hier einen Reformweg vor uns haben, dass es notwendig ist, an der Verbesserung der Universitäten zu arbeiten. Und diese Fragestellung sollten wir bearbeiten unter der Perspektive der zukünftigen Rolle der Universitäten. Es geht darum, festzustellen, was müssen Universitäten eigentlich in Zukunft leisten. Es geht darum, festzustellen, wie muss eigentlich eine Universität der Zukunft aussehen. Und es geht mir ganz besonders auch um die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass alle, die studieren wollen und dazu auch befähigt sind, die Möglichkeit haben, ein Studium an unseren Hochschulen zu absolvieren. Was wir bei dem Antrag der Bundesregierung allerdings erleben, ist, dass wir hier kein umfassendes Reformkonzept sehen und auch nicht einmal eine Reformdebatte sehen, sondern was Sie hier vorschlagen, ist in Wahrheit eine Beschränkung der Studienplätze. Was wir sehen, ist, dass Wissen, entscheidender Faktor der Zukunft, limitiert wird im Zugang. Dass hier dafür gesorgt wird, dass ein Fünftel der Studienplätze für Studienanfänger einfach gestrichen wird. Und nicht nur das, wir haben im entsprechenden Ausschuss auch einen Antrag vorgelegt, der dafür sorgen soll, dass berufstätige Studierende keine Studiengebühren bezahlen. Das ist ein Anliegen, wo wir leider in der Minderheit geblieben sind, weil es ÖVP und FPÖ offenbar nicht so wichtig ist und weil man sich hier entschlossen hat, wieder Studiengebühren einzuführen. Und der spannende Punkt dabei ist, hier beginnt man zunächst einmal bei den Berufstätigen. Wir reden also über Studenten, die sich ihr Studium durch Erwerbsarbeit finanzieren müssen, die hier die Ersten sind, die drankommen mit den Studiengebühren. Und ich finde das deshalb interessant, weil Sie haben immer wieder versprochen, Sie wollen keine neuen Steuern. Und der erste Beschluss, den Sie in diesem Hohen Haus fassen werden, sind in Wahrheit Steuern für berufstätige Studierende. Und was man auch unterstreichen muss, ich bin der Auffassung, das ist kein Zufall, sondern dabei handelt es sich um ein Muster. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, es geht ums Sparen im System. Ich halte das für die größtmögliche Irreführung der österreichischen Bevölkerung. Das ist regelrecht Orwellscher Neusprech. Es ist eine Umdeutung der Realität, weil was gestern passiert ist, ist in den Gremien des AMS, als es um die Arbeitsmarktpolitik gegangen ist, um die Mittel, um Arbeitnehmer einen Wiedereinstieg in den Beruf zu erlauben, sind die nächsten Kürzungen gekommen. Und nicht, dass wir uns missverstehen. Genauso wie bei den Universitäten glaube ich, dass auch hier ein Reformprozess notwendig ist. Dass es notwendig ist, über Effizienz nachzudenken, sorgfältig zu schauen, ob mit dem Steuergeld sorgsam umgegangen wird. Aber was hier gestern vorgeschlagen wurde, ist ein massiver Kahlschlag der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Und das ist... Und das ist etwas, was nicht ohne Auswirkungen bleibt. Genauso wie Ihre Politik auf dem Rücken der Studierenden hier endet, wird es hier auf dem Rücken der älteren Arbeitslosen enden. Da ist die Frau Sozialministerin gesessen und hat uns erklärt, die Aktion 20.000 ist gar nicht gestoppt. Die wird noch evaluiert werden.
Gestern haben Sie die Mittel restlos dafür gekürzt. Und die Konsequenz ist, dass Menschen, die über 50 sind, die aus dem Arbeitsmarkt rausfliegen, keine Berufsperspektive mehr bekommen. Und nicht nur das, sie enden nicht nur bei den älteren Arbeitslosen, sondern jetzt noch die Lehrlinge betroffen, weil aus diesen Mitteln werden die überbetrieblichen Lehrwerkstätten bezahlt. Und das bedeutet im Klartext, dass Lehrlinge, die keine Chance bekommen, im Unternehmen eine Ausbildung zu kriegen, hier eine Chance kriegen in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte, wird gestrichen. Sie betreiben eine Politik, die geht zu Lasten der Studierenden, der Berufstätigen, eine Politik, die geht zu Lasten der älteren Arbeitslosen und eine Politik, die geht zu Lasten der Lehrlinge. Alles das kann man tun. Alles das kann man tun, aber dann erzählen Sie uns bitte nicht mehr den Lavendel vom Sparen im System, weil Sie kürzen direkt bei den Menschen. Danke. Die neue geplante Universitätsorganisation ist in Wahrheit eine Beschränkung der Studienplätze. Ein Fünftel der Studienplätze wird einfach gestrichen, sagte Christian Kern, der Clubobmann der SPÖ.